Möglich. Ich liebe das Ding. Da kann man schon ein bisschen Spaß haben. So, also wenn es keine Einsätze sind, könnten wir uns vielleicht sogar mal einen Helikopter holen. Vielleicht mal ein bisschen Luftüberwachung machen. Ich dachte, wir wollten vielleicht mal ins Dollhouse. Das könnten wir, ins Killhouse könnten wir auch fahren. Das wäre auch eine Möglichkeit. Naja, Sie sind der Chef. Chief Inspector Rocktops. Dann schauen wir mal, wie es... Sir. Genau. Übrigens meine Rang. Ja, das sollten Sie das nicht wissen. Rocktops ist Ihr Rang? Ah, ja, ne. Nein, Chief Inspector. Verzeihung. Ich habe einen Bekannten, der ist hier auf altes Mal Heli geflogen. Dabei konnte der das gar nicht. Der ist ganz übel abgestürzt, das war nicht schön. Ich habe langsam das Gefühl, wir werden verfolgt von diesem roten und dem silbernen Auto da. Ja. Yeah. Und den überprüfen wir mal, ob er getrunken hat. Boah, das pisst hier, Wahnsinn. Schönen guten Tag. Guten Tag, Polizei von Altis. Frage, haben Sie was getrunken? Nee, das Gaspedal. Ich hab's vertauscht. Ich hab Bremse mit Gas vertauscht. Ja. Das hat mein Opa auch immer gesagt, und zwar wenn er zwei Flaschen Wodka-Intus hatte. Kann es sein, dass Sie gerade irgendwie Ihre Kontaktlinsen suchen, die da rausgefallen sind? Und Sie ohne Sehhilfe fahren? Kann er das hat den sein? Führerschein noch nicht so lange. Ja, die Stimme kenne ich doch irgendwo, ja. Er hat noch nicht lange. Stimme kenne ich doch irgendwo, Sie ja. Kennen Sie denn die Stimme? Sie könnten uns mal bitte beide Ihre Ausweise geben und der Herr hier, der Unfallfahrer, könnt uns bitte mal einen Führerschein, oder meinen Kollegen hier den Führerschein geben. Nein. Sie wissen ja, Herr Haft, wie das geht, den Personen kurz festnehmen und die Lizenzen überprüfen. Ja, Moment. Ja, Ihren Ausweis, Reisepass, reicht mir auch. Da. Ah, okay, Moment. Sie stehen doch da drauf, ne? So, Herr Kepu. Guten Tag. Sie sind verletzt, ich klebe Ihnen mal ein Hello Kitty-Pflaster drauf. Ach, das ist von Ihnen. Untersuchen da, Sie mich jetzt? Moment. Herr Officer. So, Sie gehen jetzt hin auf den Moment. Windows-Taste. Ich hab wieder, Lizenzen, der zweitoberste Punkt. Ich hab alles im Griff. Immer. Okay, er hat einen Führerschein, er kann auch bei Regen fahren, hat also auch einen Bootschein. Ernst? LKW-Schein, alles da, ja. Alles ich soll. Da. Gut, dann sagen Sie ihm das, dann lassen Sie ihn wieder frei und heilen Sie ihn noch, weil der gute Herr ist verletzt. Was? Der ist verletzt? Komm. Der ist verletzt, da kommt so ein Sternchen. Bitte erlauben ist um Helikopter daraus packen und um damit steif verfliegen zu dürfen. Moment, was macht der jetzt? Erlauben Sie Teil kommen. So, dann wünschen wir Ihnen noch eine schöne Weiterfahrt. Passen Sie ein bisschen auf und vertauschen Sie nicht wieder Gas und Bremse. Vielleicht sollten Sie lieber fahren, Herr Kepu. Und jetzt vor allem bei dieser Nässe auch nicht so schnell in die Kurven gehen. Also diese SUVs überschlagen sich gerne und gehen Feuer auf. Das wollen wir ja nicht. Ja, und die Stimme kenne ich. Und zwar aus dem Fernsehen, glaube ich. Sie sind Synchronsprecher von so einem kleinen Kobold, der rote Haare hat. Stimmt das? Ich weiß nicht. Ich habe eher andere Sachen synchronisiert. Aber so einen Kobold mit roten Haaren kenne ich leider überhaupt nicht. Weil sagen wir Ah, ja. Hurra, hurra, der Homo-Hotel ist wieder da, hurra, ja, hurra. Mein Chef, der Chief Inspector Rocktox, hat das auch erkannt. Naja, gut. Also, gute Weiterfahrt, ne? Und möglichst nicht gegen irgendwelche Schilder und so. Das sieht immer so ein bisschen aus, als ob eine Frau fährt. Das wollen wir doch nicht, oder? Gut, danke, tschüss. Genau. Na gut, dann wieder schauen. Tschüss. Also heute fühle ich mich nur noch halb überfordert. Ja. Ja, heute ist auch wenig los. Also mal schauen, ob sich das noch ändert. Ich schaue jetzt mal schnell auf die Karte. Vielleicht fahren wir wirklich jetzt mal zum Killinghaus hoch. Das ist nämlich ein Stückchen weg. Ein Stückchen weit weg. Aber ist ja kein Problem.
sind wir so ein Stückchen unterwegs. Ja, manchmal. Aber wir haben jetzt ein bisschen schnelles Auto. Eine richtige Engelskraft. Ja, also Engelskraft. Wir haben es doch drauf eigentlich. 5503 von Stories kommen. Schließen Sie sich bitte 5501 an und fahren Sie mit den Streifen. Kommen. Der Rest meiner Mannschaft. Achso, ist hier erlaubt. Ah, okay, hat sich erledigt. Kommen. Mussten gerade was Out of RP klären. Der wird wieder mit erhöhter Geschwindigkeit. Oh Mann, er wollte gleich schlecht hier. Oh nein, jetzt kommen die Kollegen wieder. Wo Kollegen sind, braucht nur keine Feinde. Achtung, hier spricht die Polizei. Legen Sie sich flach auf den Boden. Ich meine, das die Hände nicht, hinter oder? Den Kopf. Widerstand ist zwecklos. Achtung, hier spricht die Polizei. Legen Sie sich flach auf den Boden. Die Hände hinter den Kopf. Widerstand ist zwecklos. Ah, ich muss mir gerade mal wieder das Haar aus der Stirn streichen. 550. So ist 5502. Jetzt geht's aber zur Sache hier. Oh. Soll ich hören? Komm. Schau der Kommissar geht um. Frage. Hackett oder Hummingbird? Hummingbird. Komm in. Verdammt, das kann man jetzt. Ende. Bleibt wieder Fahrerseite, ich wieder Beifahrerseite. Weiß nicht. Haben wir ihn? Aber ich, nee. Ja, wir haben ihn. Aus dem Fahrzeug raus, aber schnell! Hände über den Kopf! Festnehmen! Kurze Frage, wie geht das? Ich mach's schon. Shift R. Kannst du auch das Sven ist. So, der Herr. Guten Tag. Sie wissen, warum wir Sie angehalten haben? Ich hätte bitte mal als erstes Ihren Ausweis. Natürlich. Herr Crusoe, Sie sind auf der falschen Straßenseite gefahren und sind vor der Polizei geflüchtet. Haben Sie überhaupt einen Führerschein? Warte, ich hole mir den selber. Ja, das habe ich. Und die falsche Straßenseite kann ich damit erklären, dass auf der anderen Straßenseite ein Wrack von einem Mohawk. Nee, sie sind uns schon vorher entgegengekommen auf der falschen Straßenseite. Sie haben uns fast gerammt. Dann sind sie mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren, haben uns auch noch, wie gesagt, mehrmals geschnitten, sind vor uns geflüchtet, also da kommt ganz schön was auf was sie zu. Ich rechne das mal kurz zusammen, das wäre einfach mal 5.000 für das Fahren auf der falschen Seite. Und dann nochmal 25.000 für die Flucht vor der Polizei. Das sind 30.000, die da als Strafe auf sie zukommen. 55 Zeus von 5501 kommen. Haben Sie das verstanden? Ja. Zeus wird kommen. Bankgelände. Ich werde jetzt mal ganz schnell noch durchsuchen, ob Sie noch irgendwas dabei haben. Haben Sie vielleicht irgendwie spitze oder scharfe Gegenstände im Rucksack, wo ich mich verletzen kann? Schließen einfach nur, dürfte nicht offen sein, wahrscheinlich eine Schlange geöffnet. Verstanden, Ende. Okay, dann passe ich lieber auf. Ich untersuche jetzt mal. Wie heißt denn der Typ jetzt hier? 5502, Meldung. Wir fliegen hier und ganz komischer Name. Crusoe. So, Sie haben nichts dabei. Ja gut, ich werde Ihnen jetzt den Strafzettel von 30.000 ausstellen. Wenn Sie den nicht bezahlen können, müssen Sie leider ins Gefängnis stellen. Ihr Fahrzeug wird natürlich abgeschleppt und Ihr Führerschein würde dann auch entzogen werden. Wenn Sie natürlich jetzt den Strafzettel bezahlen, dann ja, können Sie einfach weitergehen. Ja, das mache ich noch. Fahren Sie mit meiner Sportlimo weg. Geschlossen, Gelände ist sicher, Führerstreife fort. Gut, dann werde ich jetzt wieder freilassen. Und
Zukunft fahren Sie jetzt bitte vorsichtig, achten auf die Verkehrsregeln, dann haben wir auch keine Probleme mehr. Natürlich, mache ich. Einen schönen Tag. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wiederschauen. So, Herr Haft, damit kommen. Ah, immer diese Rase. Das reicht aus. Ich meine, ich bin ja noch nicht fest bei der Polizei. Ich bin ja quasi auf Probe, ne? Ja, Sie sind eigentlich schon fest aufgenommen. Ja, gut, aber in der Probezeit. Ja. Ja. Meine Frage wäre, wie ist es denn da mit der Altersvorsorge? Ich finde ja... Also Sie bekommen Renten, Sie bekommen ja, alles. Also Sie sind Beamter. Ja. Beamte in Griechenland ist gut. Streichen Sie jetzt wieder das Gras? Ich wechsle den Reifen, den wir verloren haben bei dem Rammmanöver. Das Gras streichen. Nee, ich frage das ja. Ich finde ja zum Beispiel, dass Pfleger total, also Thema Altersvorsorge, dass die irgendwie total unterbezahlt sind. Ne? Das finde ich total blöd. Das ist schon wieder. So. Also Pfleger sind super auf jeden Fall. Mhm. Das stimmt natürlich. Nee, es gibt hier eine sehr gute Altersvorsorge, also damit ist es... Also ich brauche eigentlich gar keinen Pfleger. Na, dann ist er gut. Nein. Das ist wieder Polizei hinter mir. Was, Polizei hinter uns? Ja, das sind die Kollegen. Sagen Sie doch nicht sowas, ey. Wenn die Polizei hinter uns, wäre ich nervös. Achtung, hier spricht die Polizei. Das ist Polizei? Achso? Nein, der andere war. Achtung, hier spricht die Polizei. Legen Sie sich flach auf den Boden, die Hände hinter den Kopf. Widerstand ist zwecklos. Jetzt ist er stehen geblieben. Mann, was ist denn heute los, ey? So, einmal den Ausweis bitte. Gut, die Kollegen haben alles im Griff, wir können weiterfahren. Herr Kurt, hören Sie meine Sirene nicht, oder wie? Nee, hab ich nicht gehört. Alle sind heute taub, ey. Ja. Der Pfleger ist wieder da. Der Pfleger ist wieder da. Ist es noch weit zum Dollhaus? Ups. 10 Kilometer. Das ist noch ein Stückchen. Wir sind ans nordöstliche Ende der Insel gefahren. Also das ist noch ein ganzes Stückchen. Hinter Sophia sogar. Also das ist ganz weit hinten. Sophia. Da können wir aber nicht durchfahren, weil da muss ich meiner Frau wieder erklären, dass sie in Sophia war. Das finde ich wieder nicht gut. Ja, da können Sie Ihrer Frau sagen, dass es halt die viertgrößte Stadt ist. Ja, schon, das muss man dazu sagen. Weil ich war ja zum Beispiel, ich habe ja auch den Euro Truck Simulator 2 spiele ich, ja, und da war ich mal in Verona. Und da hat es geregnet, da war die Verona, also da war Verona, da war es ganz feucht. Weißt du, vergesst es einfach. Nur drei, ja, bitte kommen. Mhm. Das ist sehr gefährlich. Todeskurve. Mit dem gefährt. Nein, nicht die Todeskurve, die ist woanders. Ganz viel Verkehr hier. Zwei verdächtige Helikopter Richtung Abfüller. Ja, Ende. So viel Verkehr wie ein Puff ist da heute quasi. Verzeihung. Mhm. 5502, wir stehen hin und schauen, ob wir hier kann man ja auch schön fahren. Was machen wir? Also wir machen gar nichts, aber hier können wir schon Gas geben.